Genau, also Informationen haben wir eingefügt, Preise, SEO, Kategorie zugewiesen. Beim Versand, ganz wichtig, Sie dürfen die Versandkosten nicht vernachlässigen. Also da können sich nämlich die endgültigen Bestellkosten schnell mal verdoppeln. Und Sie sollten wirklich immer stets vorab informiert über die Versandkosten sein. Ist ja ganz klar, Kunden mögen keine bösen Überraschungen. Von dem her ist es wirklich sehr, sehr wichtig, bei Produkten die Gewichtsangabe anzugeben. Sonst kann es natürlich zu Problemen bei Ihren Versandmethoden führen. Also hier sehen Sie die Angaben für die Paketdimension, wertvolle Infos über Ihr Produktpaket. Also seien Sie wirklich bemüht, immer jedes Feld auszufüllen. Sie brauchen dafür Kenntnis über die genauen Größen und Gewicht der Verpackungen. Und es ist natürlich auch nicht nur nützlich für Sie. PrestaShop kann daraufhin die spezifischen Größen und Gewichte automatisch den entsprechenden Lieferanten zuweisen, eben basierend auf diesen Einstellungen. Und der finale Preis wird dann dem Kunden angezeigt, sobald PrestaShop einen Versand ausgewählt hat. Ja, keine Ahnung. Also, was geben wir denn hier bei unserem, sagen wir mal, 4 Kilo? Einfach mal ein ganz ja, erfundene Zahl. Also eben Gewichtsangaben sehr wichtig bei festen Produkten. Unbedingt auch die Maße angeben, die Breite, Höhe, Länge. Unbedingt. Jetzt bei diesen T-Shirts lasse ich das mal wegfallen. Da gebe ich jetzt einfach nochmal ein Gewicht ein, damit auch ein Versanddienstleister zugeordnet werden kann. Aber da man das ja, da es weich und faltbar ist, sind jetzt Breite, Höhe, Länge nicht ganz wichtig. Aber bei festen Produkten unbedingt diese Maße angeben. So, zusätzliche Versandkosten, zum Beispiel die Transportsteuer, die ist allerdings nur in Frankreich gültig. Diese wird dann nämlich auf die Versandkosten aufgeschlagen. Es kann sich aber auch als nützlich erweisen, bestimmte Artikel, die besonders schwierig zu verpacken sind oder besonders schwer sind, die der Arbeitsaufwand dann entsprechend zusätzlich abzurechnen und hierdurch zusätzliche Versandkosten vielleicht einfach genau. Versanddienste. Aktuell haben wir Diana's Shop Selbstabholung und My Carrier. Sie können festlegen, dass der aktuelle Artikel nur durch eine bestimmte Auswahl von Lieferanten versendet wird. Dann fügen Sie diesen hier hinzu oder diese. Wird kein Versanddienst ausgewählt, wie es jetzt der Fall ist, sind alle Dienste für den Kundenauftrag verfügbar. Genau, ja, genau. Versanddienste, dann sind alle Dienste für diese Bestellung verfügbar. Seien Sie vorsichtig beim Hinzufügen von bestimmten Versanddiensten. Ich empfehle es Ihnen nicht zu spezifizieren, den Normalfall zu belassen. Also belassen Sie das einfach so und dann werden Ihnen die Versanddienste auch organisch angezeigt und gelistet. Also wirklich nur, wenn Sie zum Beispiel ein bestimmtes Produkt, einen bestimmten Versanddienst auswählen möchten. Nur dieser Lieferant ist für diesen Versand befähigt. Zum Beispiel ein Tisch, der ist groß und sperrig. Und da haben Sie halt einen bestimmten Versanddienstleister, können Sie das schon so handhaben. Aber ich empfehle es Ihnen einfach, genau, alle Versanddienste organisch aufgelistet zu lassen. Ich sehe hier gerade, das sind Fragen, auf die werde ich dann auf jeden Fall gleich, nachdem ich meinen ersten Teil durchgemacht habe, kurz eingehen. Kurz vorab, etwas zu spät. Natürlich, Sie erhalten das Webinar, die Aufzeichnung im Nachgang über PrestaShop einen Link. Da erhalten Sie dann eine E-Mail. Keine Angst, das kriegen Sie alles dann genau zu, können sich dann alles in Ruhe auch nochmal selbstständig anschauen. So, ich würde dann später nochmal auf die Fragen zukommen. Ich mache jetzt einfach mit der Schulung weiter, damit wir nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Da es ja am Anfang bei mir ein bisschen technisch nicht einwandfrei lief. So, von dem Versand zu den Varianten. Ein Produkt kann natürlich viele verschiedene Varianten haben. Ein gleicher Artikelname, nur Unterschied anhand der Attribute, wie zum Beispiel Größe, Farbe etc.
Hier können Sie Ihrem aktuellen Artikel die Varianten zuweisen. Zum Beispiel ein T-Shirt braucht einen Farbton und Größen. Ich würde Ihnen, also Sie können natürlich vorab die Varianten hier über Attribute und Gruppen. Hier sehen Sie Size, Color, Shoe Size. Und dann können Sie natürlich so viele anlegen, wie Sie möchten. Also das ist eine Option, über die Varianten. Und dann können Sie natürlich aber auch hier zusätzlich dann während Sie die Varianten diesem Artikel zuweisen, auch noch Varianten hinzufügen, sollten diese noch nicht vorab schon unter Attribute und Gruppen eingepflegt werden sein. Was ich jetzt kurz vorab noch gerne machen würde, und zwar würde ich die, ach nee, würde ich Size gerne noch um den zwei Werte erweitern, da es ja für Männer ist. Einmal um XXL und XL. So. Und nun sehen Sie, dass Size jetzt sechs Werte drin hat, und zwar S, L, das mache ich mal hoch. Heieiei. So. Natürlich auch korrekt angliedern, S, M, L. Und jetzt habe ich XL und XXL noch ergänzt, weil das T-Shirt ja bei den Männern auch etwas größer ausfallen darf. Das klicke ich jetzt hier mal weg. So. Eben die Varianten, wie bereits gesagt, für unser T-Shirt brauchen wir auf jeden Fall Farbvarianten und Größenvarianten. Und diese, wir haben hier die Option bei dem Artikel unter Varianten, die Varianten manuell einzufügen, hier über neue Variante. Da wähle ich dann die Variante und den Wert aus. Und dann erstelle ich einzelne Varianten für das Produkt, eine nach der anderen. Das ist von Vorteil bei Artikeln mit wenigen Varianten oder für Artikel mit bestimmten Varianten, die nicht über die automatische Methode erzeugt werden können. Können Sie hier einzeln machen. Ich zeige Ihnen, wie die einfache Variante für unser T-Shirt ist. Das alles nämlich kein Problem, und zwar die automatische über den Variantengenerator. Gut, dann speichern wir, warum auch immer. Okay. So, dann sehen wir hier nämlich unsere vielen Artikelvarianten. Das sind dann automatisch erzeugt von denen, die hier unter Attribute und Gruppen schon definiert sind. Die zeigt es uns hier jetzt auch an unter den ganzen Artikelvarianten. So, wir machen das jetzt ganz einfach, und zwar wir wählen unsere Größen, und zwar Red, Black, Blue, nein. So, und von mir aus Green noch, und die Größen. So. Wir haben uns für unser T-Shirt unsere T-Shirt-Farben Rot, Schwarz, Blau und Grün ausgesucht aus den Artikelvarianten und natürlich auch die Größen, die wir anbieten. So, einfach hinzufügen. Und schon sind die Artikelvarianten hier rechts vermerkt, und zwar nach Farbe und auch Größe. Jetzt können Sie natürlich hier auch zum Beispiel Auswirkungen einfügen. Zum Beispiel, wenn wirkt sich die Farbe, also die Größe auf den Preis eher nicht, im Normalfall nein. Was ich aber weiß, da wir ja bedruckte T-Shirts anbieten, dass bei der Größe XL und XXL definitiv natürlich der Druck größer wird entsprechend und dann auch Auswirkungen entsprechend auf den Preis hat. Also würde ich hier Auswirkungen auf den Artikelpreis bei der Größe,
bei XL 1 Euro und bei XXL 1,50 Euro einfügen, genau, weil dann natürlich der Druck mehr Druckfläche vorhanden ist, wird auch also teurer. Aber Auswirkungen Farbe auf den Preis, das ist eigentlich nicht der Fall. Aber Sie sehen ja, haben Sie natürlich die Möglichkeit, da nochmal individuell was am Preis, an zusätzlichen Kosten zu einzustellen, sollte es wirklich der Fall sein, dass sich ein Produkt, dass sich eine Variante auf den Preis auswirkt. So, dann geben wir auch die Standardmenge ein, keine Ahnung, 1000. Und hier haben wir auch unsere Standardreferenznummer. Wie gesagt, dies wird für alle Varianten übernommen. Ich sehr, sehr zu empfehlen, einfach manuell bei den Artikeln die einzigartige Artikelnummer dann pro Variante eingeben. Zum Beispiel bei Blau S, BS noch etc. So, diese Varianten erzeugen. Und nun haben wir alle verfügbaren Varianten für diesen Artikel automatisch erstellt. Zum Beispiel sind Sie ganz sicher, dass es in einer Größe eine bestimmte Farbe nicht gibt, kann man das hier auch nochmal im Nachgang einfach und bequem ändern bzw. löschen. Die Standardvariante ist hier blau markiert. Die können Sie nach Belieben ändern, indem Sie hier über den Dropdown auf Standard gehen, wenn Sie zum Beispiel blau in S als Standard haben möchten, definieren Sie das einfach schnell und einfach hier. So. Nun auf der Produktseite sehen Sie jetzt, dass man die Größen auswählen kann und auch die Farben. Wir haben noch kein Artikelbild, deshalb ja, tut sich da jetzt leider noch nichts. Und Sie sehen, jetzt ist es auch verfügbar. Es sind 1000 Artikel auf Lager. Der Artikel kann jetzt gekauft werden.